So viel ist schon mal. Wieso bin ich hier drin? Wieso bin ich hier im Raum? Ich will hier nicht sein. Die beiden, also. Oh, da kann man kotzen. Da kann man echt mal kotzen. Ich will jetzt schon wieder nicht von den beiden erwischt werden, ey. Och. Das ist so ekelhaft von denen. Also Macher, da habt ihr was richtig Ekelhaftes gemacht. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt mal gucken, wer darauf anspringt. Einer von beiden muss ja hoffentlich darauf anspringen, den kann ich dann eliminieren. Und diesmal bitte mit der richtigen Kombination und nicht mit der falschen. Aber tut mir leid, das ist so viel Stress. Hey, das ist unglaublich. So, vernichten wir den erstmal. Mit D. Ich laufe mal weg. Gut. So, was ist mit dem anderen? Den kann ich doch jetzt bestimmt einfach so eliminieren. Der muss jetzt eine Schwachstelle haben. Der dreht sich irgendwann einfach weg. Und dann kann ich ihn töten. Ja, nicht einfach reingehen, bitte. Oh, ich sagte doch nicht einfach reingehen, ey. Und ich mache es einfach, ey. Bin ich dumm? Wie dumm bin ich eigentlich? Bitte, könnte mich jemand mal schlagen? So viel Dummheit in einem Kopf, das kann doch nicht sein. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Ach, manchmal denke ich echt, wieso bin ich so dumm? Wie kann das denn sein? Ist er weg? Gut, ich glaube, er ist weg. Ach man, ey, das war jetzt gerade, das war ja mal wieder richtig toll. So, machen wir es einfach auf die einfache Art und Weise. Danke. Boy. Mann, Mann, Mann. Das war echt so viel Dummheit in einer Person. Das gibt's einfach nicht. Und in diesem Zimmer ist vor allen Dingen nichts. Ich dachte, hier ist wenigstens irgendwas. Das ist so ein Riesenzimmer. Und hier ist einfach nichts. Was soll das? Ernsthaft, Spielemacher, wollt ihr mich ärgern? Das habt ihr gut erreicht. Danke. Und jetzt gehen wir wahrscheinlich wirklich in den Keller. Oh mein Gott, Baxter? Ich hätte derjenige sein sollen, der dich auffällt. Ronan? Was zum Teufel ist hier los? Kranker Hurensohn. Wieso hast du das getan? Warum die Hexenprozesse zurückbringen und all diese unschuldigen Mädchen töten? Du glaubst, ich bin der Glockenmörder? Bist du irre? Ich bringe noch niemanden um. Du musst mir helfen. Was ist das für ein Ort? Wir müssen hier raus. Oh, wir müssen hier raus. Auf einmal sind wir Kumpels. Ah, ah, ah. Erzähl mir sofort, was hier los ist. Krass. Ich möchte nicht wissen, wer dich getötet hat. Ich möchte lieber wissen, was du hier gemacht hast. Ich dachte mir schon so etwas. Ich wollte das nicht ankündigen. Ich habe es vorhin aber schon mal gesagt. Entweder ist Ronan wirklich der Glockenmörder oder er ist hier einfach in etwas verstrickt, wovon wir glauben, dass er es wäre. Was hast du hier gemacht? Ich bin einem Hinweis gefolgt. Ich habe den Fall nie aufgegeben. Ich habe mit diesem Medium, Cassandra, gearbeitet. Und wir haben herausgefunden, dass der Glockenmörder Medien jagt. Als würde er die Hexenprozesse nachahmen. Von da an konnten wir es nicht einfach auf sich beruhen lassen. Deswegen warst du also im Museum. Wo ist Cassandra? Weißt du, wo Cassandra ist? Ist sie noch am Leben? Soweit ich weiß, ja. Ich habe sie in einem Unterschlupf außerhalb der Stadt untergebracht. Oh mein Gott, sie lebt. Ich war sicher, sie sei auch tot. Joy wird ausrasten vor Freude. Sie sollte nicht allein sein. Kennst du Joy? Hat Cassandra mal ihre Tochter erwähnt? Hat nicht aufgehört, von ihr zu reden. Wir haben tagelang nach Joy gesucht, aber es war zu riskant. Cassandra hat mich angefleht, Joy aufzuspüren, aber bis jetzt konnte ich sie nicht finden. Du wirst das nicht glauben. Joy hat mir heute Nacht geholfen. Klar, dass ein Kopf wie du es nicht allein so weit geschafft hätte. Du meinst wie die Hilfe, die du von ihrer Mutter bekommen hast? Das hier sind jetzt natürlich alles neue Hinweise, die muss ich jetzt aber nicht nochmal vorlesen, denke ich mal, oder? Es ist alles klar, also es ist klar,
hier die Kloßbrühe, was hier alles drinstehen wird. Wo ist das denn überhaupt? Ich bin mir nicht sicher. Ach, bei Hinweisen wäre das natürlich. Ist ganz klar, dass hier diese vier Sachen jetzt neu stehen, die ich hier rausfinde. Das muss ich jetzt nicht nochmal vorlesen, denke ich mal. Da sind wir uns einig. Wer hat dich getötet? Also, wer hat dich umgebracht? Der Glockenmörder, du Trottel! Aber ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Ja, wer sonst, ey, ehrlich? Also, Ronan, darauf hätte man wirklich kommen können. Wo ist der Mörder? Wo ist der Mörder? Keine Ahnung. Er könnte überall sein, aber als wir kämpften, hat er etwas gesagt, das ich überhaupt nicht kapiert habe. Warte. Der Mörder hat tatsächlich gesprochen? Nicht viel. Aber ich habe einen Nerv getroffen. Ich sagte dem Schweinehund, er würde bald tot sein. Aber er meinte, ich kenne den Tod bereits. Und etwas von, mein Werkzeug des Todes wird heute Nacht wieder morden. Mein Werkzeug des Todes? Aber er tötet immer auf unterschiedliche Weise, ich verstehe es nicht. Ja, ich auch nicht. Wir müssen rauskriegen, was das bedeutet. Okay, geh du zu Cassandra. Sorg dafür, dass sie sicher ist und bring sie zurück zum Revier. Was werden wir tun? Ich sehe mir ganz schnell den Keller an und schmiede einen Plan. Hoffe ich. Sehr schön. Das Werkzeug des Todes. Der Mörder plant heute Nacht einen weiteren Mord mit seinem Werkzeug des Todes. Sag mal, Ronan, bist du irgendwie etwas beschränkt? Es ist einfach der Geist des Kartoffelmanns, wollte ich gerade sagen. Nein, es ist einfach der Geist des Bürgermeisters, der in jemanden reingegangen ist. Und das ist sozusagen dieser Mensch, den er benutzt, ist das Werkzeug des Todes. Ist das nicht so? Das ist doch so glasklar, das ist einfach... Bam, das muss man doch wissen. Was zur Hölle ist hier unten passiert? Das will ich noch gar nicht wissen. Da bin ich jetzt eindeutig zu weit gegangen. Das tut mir leid. Ich wollte mich eigentlich hier noch umgucken. In dem Weinkeller. Ich denke, hier könnte man noch etwas erkennen. Ja gut, die Leiche ist durchaus sicher, dass man die hier sieht. Aber dass der sich nicht... Das war mal ein... Also der Kopf hat sich eindeutig... Baxter hat sich jetzt nicht gewundert, dass er tot ist. Gut, er sollte wissen, dass er gestorben ist. Normalerweise. Aber manche Geister hier wissen nicht, dass sie gestorben sind. Wo ich mir auch dachte, vielleicht sieht er das ja auch nicht ein. Aber okay, gut, dass er das weiß. Da bin ich ja mal beruhigt, dass wenigstens einer was versteht. Kann ich wirklich nur hier runtergehen? Ist das wirklich schon wieder so ein großer Raum, der für nichts zu gebrauchen ist, nur schön als Weinkeller dargestellt ist? Ich meine, hier muss doch auch ein Buch sein. Von Asche zu Asche, Staub zu Staub. Ach man, dann halt nicht. Gut, dann nicht. Dann gucke ich, was hier passiert ist. So, wir gehen erstmal hier rein. Ah, wir können hier durch. Na bitte. Danke. Endlich. Gut. Hier wurde jemand lebendig eingemauert. Das finde ich nicht gut. Nein. Das ist immer nicht gut. Wir gucken uns das mal an. Ein Gefängnis im Gefängnis. Das scheint mir Gefängnisception zu sein. Warum braucht man für jemanden in einer winzigen Zelle noch einen Käfig? Um ihn zu zähmen? Vielleicht kommen jetzt auch Werwölfe und Vampire plötzlich zum Vorschein. Wer weiß? Die Gotteslosen haben keinen Frieden. Gefängnisbett. Das sieht noch unbequemer aus als mein Bett im Gefängnis. Oh. Ja stimmt, du warst ja im Gefängnis. Ja gut, das macht Sinn. Ich hinterfrage das nicht. So, was sehen wir denn hier? Wer bist du denn? Wer bist du? Was hat er getan? Er urteilt. Er ist anklagend. Und er ist natürlich sehr freundlich. Du gibst Rechtschaffenheit vor. Doch du weißt um deine Schuld und kannst nicht leugnen, dass deine Bestrafung fällig ist. Ja, nee, ist klar. Der rechtschaffende Mann. Ja, natürlich, rechtschaffend. Ja. Der Henker zeigt wütend in die Zelle und sagt seinen Angeklagten, dass die Bestrafung fällig sei.
Ja. Geh mal hier mir aus dem Weg. Hinter der Tür liegt nichts. Können wir hier irgendwo durch? Nope. Ich kann nur durch die Tür gehen. Beziehungsweise nicht durch die Tür. Was haben wir hier noch? Das Glockenmörder-Symbol. Wer hat das gezeichnet? Das Symbol des Glockenmörders wurde einst in der Zelle gezeichnet. Aber von wem? Wer ist denn hier? Oh. Was hat Abigail hier getan? Warum mussten wir jetzt genau so ganz nah an ihr Gesicht ran? Sie hat gesungen, ja. Sie hat flehend gesungen. Das ergibt Sinn. Nein, sie war eingesperrt und sie war, ja, wieso ist denn singend jetzt nicht aus, also bitte, wer singt denn wieder? Na gut, man kann singen, wenn man eingesperrt ist. Steht für Gerechtigkeit. Hier ist das gerecht. Bam, bam, bam. So, jetzt kann ich mir dies hier noch reingucken. Gefesselt. Was ist das, ein Fuß? Ach ja. Das sind Fußfesseln, ja. Hat mehr was von einem Verlies als von einem Gefängnis. Das sehe ich auch ein. Und was haben wir hier noch? Kerzen. Gelöschtes Licht. Kerzen. Die dürften kaum etwas gegen die Dunkelheit hier unten ausgerichtet haben. Aha, also steckt unsere kleine Abigail dahinter? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, also das würde irgendwie keinen Sinn ergeben. Was ist hier unten passiert? Auf jeden Fall ist hier der rechtschaffene Mann gewesen. Ich weiß nicht, ob das Glockenmörder-Symbol. Ich glaube, das ist aber auch wichtig. Und dann natürlich noch die gefangene Abigail. Du gibst Rechtschaffenheit vor. Doch du weißt um deine Schuld und kannst nicht leugnen, dass deine Bestrafung fällig ist. Ich dachte, ihr steht für Gerechtigkeit. Hier ist das gerecht. Deine mörderischen Launen haben vor Gericht nichts verloren. Du bist eine verkommene Ungläubige. Die Familien jener unschuldigen Seelen, die du durch falsche Anschuldigungen der Hexerei hast hinrichten lassen, werden heute Nacht Gerechtigkeit erfahren. Falsche Anschuldigungen? Was zeichnest du da für einen Unsinn? Mein Zeichen wird sich in das Fleisch dieser Stadt einbrennen. Und wenn es eine Ewigkeit dauert, ich werde eigenhändig die Glocke für jede Hexe in Salem läuten. Was? Der Typ, der mich umgebracht hat, ist Abigail? Sie ist der Glockenmörder? Wie ist das möglich? Ich muss hier raus und sie ausfindig machen. Ist Abigail der Mörder? Ist sie es? Ja oder nein? Stimmt jetzt in den Kommentaren ab. Ja, mach das mal. Ich weiß es selber noch nicht. Abigail ist der Glockenmörder? Aber wie kann das sein? Okay, meine Theorie ist damit in den Wind geworfen, denn ich dachte eigentlich, Abigail wurde auch als Hexe hingerichtet. Natürlich wusste ich nicht, dass Abigail die Hinrichtung beantragt hat. Oh nein. Scheiße, wenn Rex vermisst wird, es könnte in diesem Moment passieren. Wo hast du Joy hingebracht, du Arschloch? Oh nein. Wo würde Abigail Joy hinbringen? Oh. Puh. Die Zeugin ist auf dem Weg zum Revier, um das Buch ihrer Mutter zu finden. Ah, aha. Ahahaha. Die Ergebnisse der Cops bringen mich nicht auf die Spur des Mörders. Ich sollte mir die Wohnung im obersten Stock ansehen. Die Kirche? Eine Zeugin glaubt, der Mörder war absichtlich auf dem Weg,
in das oberste Stock. Ist es das? Die Kirche? Ist sie richtig? Nee, sie ist nicht richtig. Ich brauche Hinweise zu einem Ort, der Abigail wichtig ist und warum. Wurde sie hingebracht, aber was war das jetzt hier? Wo ist dieser Galgen? Wo finde ich den Galgen? Der Priester meint, sie kann auf dem Dachboden bleiben. Dann ist sie bestimmt auf dem... Nein, ist sie nicht. Ach Mann, ich mache schon wieder alles blöd. Ist die Kirche denn richtig? Nein. Dann das? Nein. Ich mache einfach nur Ausschlussverfahren. Das ist richtig? Ja, dann ist das natürlich. Hä, das verstehe ich aber jetzt nicht genau. Werkzeug des Todes bedeutet ihres Todes, wo sie getötet wurde. Der Galgen im Museum. Halt durch, Kleine. Ich bin auf dem Weg. Dann geh doch nicht so gechillt. Lauf! Oh, ich habe jetzt nicht... Wie viel habe ich nur gefunden? Nee, nicht pausieren, bitte. Das war jetzt ja wohl voll falsch. Ja, zurück im Museum. Das müssen wir jetzt noch machen. Also, das geht nicht anders. Das geht nicht anders. Es tut mir leid. Also, jetzt bin ich aufgeregt. Nein, wir müssen das jetzt machen. Aber erstmal muss ich kurz gucken. Mir fehlte doch hier noch eine Sache. Hier war das. Da fehlten mir tatsächlich noch... Oh, 4 Stück. Na gut, die suchen wir das andere Mal. Ja, wir beginnen die Untersuchung. Schnell, komm. Ich meine, hier müsste ich normalerweise wieder einen Cut machen und alles drum und dran, aber der Cut wird jetzt nicht kommen. Da könnt ihr drauf warten, bis ihr schwarz werdet. Dieser Cut wird jetzt nicht kommen. Vielleicht ist hier noch irgendwo ein Buch. Das gucke ich noch ganz schnell im Vorbeilaufen, weil jetzt will ich da so schnell wie möglich hin eigentlich. Weil, wow. Es kann jetzt eigentlich nur noch das Finale auftauchen. Nur noch das Finale erwartet uns jetzt. Nichts weiter als das Finale. Was ist das denn hier? Okay, hier liegt nichts. Weiter. Komm, lauf. Kann ich hier noch irgendwo was entdecken? Irgendwo. Hier vielleicht. Nein. Da war ich schon drinne. Okay, schnell. Komm schon, Ronan, warum so langsam? Normalerweise solltest du doch abgehen wie die Rakete. Aha, ablenken? Nein, ich will hier niemanden ablenken. Komm schon. Lauf! Moment, hier muss ich jetzt nochmal kurz ganz genau gucken. Ob hier nicht noch irgendwo was liegt? Nein. Dann weiter. Schnell. Komm schon. Falls ich irgendwo was übersehen habe, schreibt es einfach in den jeweiligen Part rein und am besten an welcher Stelle ich es da vergessen habe. Also nur falls ihr selber irgendwas gesehen habt, was ich übersehen habe. Das passiert ja öfter mal im Spielerausch. Das versteht man natürlich ja auch, warum sowas passieren kann. Aber ich würde das natürlich nachträglich immer noch alles suchen wollen. Das ist ja selbstverständlich. Ach, jetzt ist die Tür auf einmal wieder offen. Ja, natürlich. War ich hier unten eigentlich überall? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. War ich hier unten? Doch, hier unten war ich auch. Doch. Was? Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Ich bin neu... Was? Hä? Ja. Okay, das ist jetzt sehr eigenartig. Was geht hier vor sich? Hier ist noch was zum Enthüllen. Habe ich jetzt gerade so zufällig mal entdeckt. Eine Sache also noch gefunden. Hurra.
Und was? Hä? Das ist der Eingangsbereich? Ach, hier kam ich vorher gar nicht rein. Ah, haha, da liegt auch noch was. Abwägen des Antrags.